Ja, und da sind wir Tag 29. Nicht viel Zeit, um die letzten Teile zu finden. In der Fernquelle oder bei der Fernquelle. Eins haben wir direkt vor der Haustür mit sehr vielen gelben Opferpigments. Und die andere müssen wir noch suchen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nach Steinen, dass wir die Mauer da weiter aufkriegen, weil sonst wüsste ich gar nicht, wie wir da hinten überhaupt herkommen. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich meine, da gab es noch irgendwo Steine. Moment. Moment. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir haben keine Zeit und ich kann mich nicht entscheiden. Das ist natürlich... So, wir nehmen 5 Stück mit. Und wir nehmen ein paar blaue mit. Die brauchen wir ja gleich sowieso, falls da Feinde sind. Müssen wir die ja... Moment. Wir holen erst die Steine. Oh, da ist so ein Blase... Trötenheini. So, alle drauf. Auf den Pustemann. Auf den Pustemann, bitte. So, schön dran. Holt den runter. Holt den bitte runter. Holt den doch runter. Das glaube ich doch nicht. Ihr müsst den runterholen. Los, alle dran. So, dran. Pfeifen. Dran. Hallo? Könnt ihr den jetzt mal eben? Dankeschön. Sehr freundlich. So, alle natürlich wild verstreut. Ich wollte nur Steine holen, ne? Merkt ihr was? So, 1, 2, 3, 4, 5. Lassen wir erstmal liegen. Lassen wir erstmal liegen. So, ihr könnt hier einmal... Ja, macht das mal, dass wir alle hier ein bisschen Blumen haben. So. Die kloppen natürlich weiter. Warum auch nicht? So, ihr holt die Steine. Das geht jetzt schneller hier. Ihr müsst da nicht graben. Den brauchen wir gar nicht mehr. Den hätten wir mal vorher sehen müssen. Hat jetzt nicht jeder... Hallo. Es hat nicht jeder einen Stein. Weil die da graben mussten. Ist klar. So, jetzt hat jeder einen Stein. Die reichen zwar immer noch nicht. Ja, du Einer musst da jetzt auch nicht dran. Hallo. Könntest du mal. So, ihr lasst das wieder los. Kommt mit. Kommt mit. Das können wir immer noch einsammeln. Im Moment ist es, glaube ich, wichtiger, die Teile zu holen und hier die Mauer aufzumachen. So, dran. Nicht wieder drüber schmeißen. Dran. Und dran. Boah, der braucht verdammt viele, ne? Da fehlen ja noch mehr. So, jetzt tun wir die gelben, tun wir erstmal wieder rein. So, und die blauen kommen bitte mit das Teil holen. Und hier sind schon wieder diese kleinen Viecher. So, die haben wir platt. Ja, meinetwegen könnt ihr das auch mitnehmen, dann, wenn ihr schon auf dem Weg seid. Hauptsache, ihr tragt das nicht an den Fröschen vorbei, unter den Fröschen vorbei oder wie auch immer. So, teiltragen bitte. Da sind noch mehr. Jag die jetzt. Keine Zeit, aber ich muss hier mit den Feinden spielen. Supi. So. Haben wir. Da steht noch einer rum. Die anderen sind weg. Alles klar. So, und dann haben wir dieses tolle Teil auch schon mal geborgen. Eieiei, ist das anstrengend, weil ich weiß halt noch nicht, wie wir bei den anderen Sachen vorbeikommen sollen. Reparaturbolzen sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Der ist bestimmt nützlich, den brauchen wir auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, und dann sind wir hier fertig.
So. Ich lasse euch mal kurz hier stehen. So, wir gucken mal einmal. So, da ist nämlich jetzt die Mauer, die wir erst einreißen müssen, um da hinten klar zu kommen. Hier haben wir alles abgegrast. Hier war noch irgendwo eine Brücke, obwohl ich nicht weiß, warum. Und da liegen noch welche. Müssen wir, wir können auch da rum. Wir könnten rein theoretisch hier rumlatschen. Obwohl da natürlich wieder viele Feinde sind. Und wir müssen blau mitnehmen, weil alles voll im Wasser. Ha. Und da oben liegt auch noch eins. Da ist allerdings kein Wasser, da können wir aber halt auch noch nicht vorbei, obwohl... Also hier ist die Mauer, wir können aber auch hier lang, Leute. Wir können auch hier lang. Um Zeit zu sparen, schnappe ich mir jetzt so ein paar blaue. Ein paar gelbe. Ich nehme jetzt ein paar von allen mit, weil ich halt nicht weiß. Da sind ja, da sieht trocken aus. Da sieht relativ trocken aus. Frage ist, kommen die da alle rum? Jetzt haben wir natürlich auch wieder Blattpigment, ne? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Laufen alle vor der Wand rum. Gott, das sind aber einige. Können wir die von dem Papa da weglocken? So ist gut. So ist gut. Hauptsache, der Papa wird nicht wach. Hallo. Der kommt da nicht weg. Was ist mit euch? Können wir euch weglocken? Ja, genau. Die haben nichts Besseres zu tun, als zu graben. Nur nicht, dass der Papa wach wird. Oder die Mama. Tante, Onkel, irgendwas. So. Die haben wir auch. Relativ fachgerecht. So, und hier möchte ich nicht zu nah nehmen. Ich schmeiß die jetzt einfach hier drauf. Ich hoffe, dass der die nicht ins Wasser abschüttelt, alle. Ja, der Kleine frisst jetzt ein paar, aber das ist, tut mir leid, aber wir müssen den Dicken erstmal platt machen. Ich hoffe, der hinter mir hält die Füße still. So, der müsste gleich mal Geschichte sein. Hallo! So, der Kleine auch. Das braucht ihr jetzt gerade mal nicht tragen. Es sind natürlich welche draufgegangen. Keine Frage. Oh Gott, wie soll mit denen denn? Sollen wir den denn? So, Moment mal. Wo ist denn eigentlich das Teil? Das ist da oben drauf. Ich versuche mich mit dem Olimar da mal dran vorbeizuschleichen. Alle erstmal hier drauf. Der Tag ist auch schon wieder fast vorbei. Das müsste funktionieren. Huhuhuhuhu. So. Wo müssen wir denn lang? Oh, nicht. Oh, schade. Naja, gut. So. Da oben ist es, ne? Sind die natürlich da reingefallen. Hallo? Hallo? So, alle mal da drauf. Oh, die Gelben fliegen sogar bis da nach oben. Jetzt bin ich hier reingefallen. Ah, super. Nee. So, ich muss wieder runter. Ich hoffe, die laufen da.
lalala, schlaf weiter. Ich hoffe, die laufen da gleich hoch. So. Ja, nee, genau. Wie viel brauchen wir denn da oben? Ich kann es nicht sehen. Nein, nicht wieder! Ach, scheiße. Das war dumm, dumm. Keine Zeit, ne? Hi, Dicker. Der schläft aber den Schlaf des Gerechten, ne? Also der ist relativ im Lila Luma Schlafenland. Meinetwegen darf er das auch sehr gerne bleiben. Ja, nee, ist klar. Ist, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Oh. Man, nur die Gelben werfen, dass da nicht so voll ist. Machen das jetzt wieder ganz langsam. Ganz langsam. Es laufen hier zwei mit rum. Suboptimal. Also langsam bei mir bleiben geht's ja noch. Ja, genau. Oh! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Ich hoffe, wir haben es geschafft. Die kriegen das jetzt nur nicht da durch, ne? Weil Mauer noch nicht offen ist. Oh je. Meine UV-Lampe. Ja, das ist wirklich ein Gerät, was man unbedingt braucht. Das Problem mit diesem Gerät besteht darin, dass das Licht manchmal zu grell ist. Jedes Mal, bevor ich in das Licht schaue, muss ich meine Sonnenschutzvisionette aufsetzen. Schutzvisionette, okay. Nicht durchs Wasser! Nicht durchs Wasser. Oh, ich dachte schon. Okay, die können die ganzen Teile hier nicht mitnehmen. Weil wir keine... Na. Weil wir keine Steine mehr haben. Wo waren denn Steine? Kann man die sehen? Kann man die sehen? Da stehen Tausende noch rum. Die muss ich noch holen. Ich meine, hier vorne wären noch Steine gewesen. Ja, genau. So, blauen erstmal wieder rein. Roten. Wieder rein. Wir nehmen gelbe mit. Damit wir uns irgendwie wehren können. Und damit die hier was mitnehmen. Meinetwegen. So. Hier ist noch ein bisschen Honig. Naja, so viel waren das jetzt nicht. Ich meine hier rum. Wenn ich da rumlaufe. Hoffen wir mal, dass da nicht die Frösche sind. Wir haben kein Zeit. Kein Zeit. Hier waren irgendwo Steine, meine ich. Waren die links? Um Gottes Willen, hier geht ja noch richtig weit. Da waren wir auch noch. Hier sind Steine. Alles klar. Scheiße! Scheiße! Sehr viele Steine, okay. Wo muss ich lang? Mist, Mist, Mist. Ich weiß nicht, wo lang. Da sind wir, glaube ich, falsch. Da sind wir komplett falsch. Scheiße. Nee! Kommt! Kommt bitte mit! Kommt bitte mit!
Wir gehen gleich einen Weg zurück. Tag ist auch gleich um. Kommt. Da ist safe. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens die Mauer heute noch offen. Kommt ihr? Seid ihr da? Meine kleinen Pikmin. So, ihr anderen könnt das da mitnehmen. 5, alles klar. Wo ist die Mauer? Da ist die Mauer. Da ist einer eingebuddelt. Warum? Noch 1, 2 und nicht sofort dran. Nicht sofort dran. Sehr gut. Moment. Kommt her, könnt ihr das eben tragen? 20, oder? Oh nee! Nein. Ihm, das schaffen die nicht mehr. Vier, drei, zwei, eins. Ich rufe sie. Ich möchte nicht schon wieder so viele verlieren. Ach nee, das war knapp. Das war wirklich knapp, muss ich sagen. Boah, das ist ja ein Rumgehampel da oben. Das war ein Rumgehampel. Das hätte man schneller machen können, wenn die Pikmin jetzt ein bisschen kooperativer gewesen wären. Aber wir haben das Teil geschafft und wir haben die Mauer und... Also geschafft, es liegt wieder vor der Haustür. Das kriegen wir am nächsten Tag relativ schnell nach Hause. Das Problem sind die anderen beiden, wo ich noch nicht weiß, wo die sind. Aber wir haben gesehen, dass es da hinten auch noch weitergeht wieder. Da werden die sein. Aber wie gesagt, ob wir das jetzt noch schaffen... 29 Tage seit Abschluss. Wir haben nur noch einen Tag, meine Lieben. Nur noch einen Tag. Morgen wird mein Lebenserhaltungssystem versagen. Oh mein Gott. Habe ich denn noch nicht alle nötigen Teile gefunden, so muss ich den Start trotzdem wagen. Das Fehlen einiger Teile sollte meiner Rückkehr nach Hokotake nicht im Wege stehen. Aber ich muss morgen trotzdem versuchen, die restlichen Teile zu finden. Ja, die Frage ist ja, kann er denn jetzt dann starten? Kommt er denn dann an? Oder wie sieht das aus? Ne? Also haben wir dann komplett versagt. Oh, 43 im Kampf verloren. Zurückgelassen. 5. Nur 16 gekeimt. Das ist natürlich übel. Ja, guckt euch das mal an. Zurückgelassen 56. 819 im Kampf einfach mal so verloren. Und die blauen, die Population ist unwahrscheinlich gesunken heute. Schlecht.